Der Euromarkt Kapfenberg, das Einkaufs- und Fachmarktzentrum mit einer Verkaufsfläche von rund fast 14.000 Quadratmeter, kann als das Handels- bzw. Einkaufszentrum des Mürztales mit einem Einzugsgebiet von rund 110.000 Einwohnern angesehen werden. Der Euromarkt punktet mit seinem hohen Bekanntheitsgrad und ist in das tägliche Einkaufsverhalten der Kunden eingebunden. Der vielfältige Branchenmix, das Einkaufen mit dem Auto, bequem aufgrund der über 300 Gratisparkplätzen, ist schon besonders kundenfreundlich und vorteilhaft. Um das Einkaufen in der Vorweihnachtszeit abwechslungsreich vor allem für Familien zu gestalten, finden bis 24. Dezember unter dem Motto Weihnachtsspektakel verschiedene Aktivitäten statt. Wie Kinder backen Kekse. Hallo, ich bin Alessia, ich bin 10 Jahre alt und heute backe ich Kekse im Euromarkt mit Kindern. Wir werden heute backen Honiglebkuchen, Mürbeteigkekse und Vanillekipferl. Musikalische Highlights verschiedener Stilrichtungen sind ebenfalls Teil des Programms. Auch der erste Mürztaler Weihnachtszirkus, der in St. Marein bis 6. Jänner 2020 gastiert, machte seine Aufwartung und verteilte Programmfolder, die bei Vorlage an der Zirkuskasse 2 Euro Ermäßigung auf Eintrittskarten bewirken. Auch Spider-Man überraschte die Euromarktbesucher. Am 2. Dezember dürfen sich die SK Sturm-Fans freuen. Autogrammstunde mit Spielern des SK Sturm Graz von 17 bis 18 Uhr im Euromarkt. Von 18 bis 21 Uhr im Café Lindtaler Black Christmas Tour Party mit Schlagerstar Leona Andersen. Bitte gib gut auf mich acht, ich bin keine Frau für Das Glücksrad dreht sich ebenfalls, tolle Preise sind dabei zu gewinnen. Das genaue Programm finden Sie übrigens unter www.euromarkt-kapfenberg.at. Auf 1640 Metern ist man dem Himmel schon ein gutes Stück näher, besonders zur Vorweihnachtszeit beim höchstgelegenen Adventmarkt der Steiermark. Romantik pur gab es am 30. November im Panorama-Restaurant W11 mit dem Jagdhornbläser, Sterzkoch und offenes Feuer. Das W11-Panorama-Restaurant ist nicht nur für Skifahrer geeignet, sondern auch für den höchsten Christkindlmarkt in der Steiermark. Ganz richtig, das ist heuer bei uns am Stoleck neu. Wir haben das erste Mal heuer auf 1640 Meter Seehöhe den höchsten Christkindlmarkt der Steiermark. Es gibt nur einen einzigen höheren in Österreich, von dem wir wissen. Und ja, der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, dass wir heuer das einmal
Aufziehen war, dass wir gesagt haben, es ist so wunderschön herum. Es ist hier oft schon früher winterlich am Berg heroben, als es im Tal ist. Und zur Weihnachtsstimmung gehört einfach ein bisschen Schnee dazu. Und so gesehen war das der ideale Platz. Und wie man sieht, wenn man heute herausschaut, wir haben es im Tal noch grün, in den Städten sowieso noch rundherum. Und hier oben hat es nicht nur mit Hilfe der Schneekanonen schon geschneit, sondern hat es in der Nacht sogar noch ein bisschen einen Naturschneezucker gegeben, den wir jetzt natürlich mit den Schneekanonen weiter ausbauen. Auf 1600 Meter der höchste Christkindlmarkt in der Steiermark. Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, diesen Christkindlmarkt heute erstmalig zu machen. Schnee, es ist winterlich, es ist weihnachtlich, es ist ein weißer Adventmarkt und wir freuen uns, heute Premiere zu haben. Was wird alles gezeigt und geboten? Wir haben hier herinnen Standeln, Aussteller mit Handwerkskunst. Es geht weiter mit Holzknecht-Weihnacht auf der Terrasse, Standeln auf der Terrasse mit Punsch und anderen Köstlichkeiten. Es gibt eine Waldkrippe, einen Laternenrundwanderweg und noch viele andere Attraktionen, sowie ein Weihnachtspostamt, ein Engelpostamt, es gibt eine Kinderparkstube und es gibt einen Eiskunstschnitzer, der eigens aus Tirol angereist ist und seine Kunst hier vorführen wird. Genießen auch Sie die einzigartige und stimmungsvolle Atmosphäre an einem ganz besonderen Ort am verschneiten Stuleck. Am 7. und 14. Dezember von 14 bis 20 Uhr gibt es noch die Möglichkeit, diesen Adventmarkt am Stuleck zu besuchen. Es ist das sechste steirische Adventsingen mit Musik und Schauspiel im Volkshaus Kindberg. Der diesjährige Titel lautet Was braucht's dazu? Die Sabine Rinhofer hat wieder ein wunderbares Schauspielstück für unser Adventsingen geschrieben und die Schauspielgruppe Laut und Leise bringt es zum Besten. Umrahmt wird's vom Vokalensemble Accordare, dann natürlich den Duschelhofgesang, der vor 2 Jahren schon da war, dem Adventensemble, dem Bläserensemble. Und das Ganze abgerundet ergibt das wunderbare Adventsingen. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 13. Dezember um 19 Uhr und am Samstag, den 14. Dezember um 15 und um 19 Uhr im Volkshaus in Kindberg statt. Wo bekommt man Eintrittskarten? Karten gibt es noch bei allen Raiffeisenbanken und über alle Ö-Ticket-Verkaufsstellen. Das steirische Adventsingen, veranstaltet vom Trachtenverband Mürztal am 13. und 14. Dezember im Volkshaus Kindberg.